Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu XCOM Enemy Within mit der Modlong War Season 5. Jo, auf uns wartet hier eine Entführung in den USA, Swarming Activity, und da werden wir sofort hingehen, denn unser Trupp steht auch schon bereit. Angeführt wird der Trupp von Kehinde, Leia ist unser Scout bei dieser Mission, Vienna der Sniper, Misaki unser Rocketeer, Jessica unser Sunny und Tarik unser Gunner. Und dann haben wir noch beide Goliaths, also beide frischen Goliaths dabei, da sie XP benötigen. Ich würde mal sagen, wir brechen einfach mal direkt auf. Keine Zeit verlieren. Los geht's. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Wunderbar. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Uns wird soeben berichtet, dass in einer dicht besiedelten Gegend ein Entführungsversuch im Gange ist. Wenn wir den nicht vereiteln, wird Panik in diesem Gebiet ausbrechen. Alles klar, Bradford. Diese Map ist doch relativ schön. Das einzige Problem daran ist, dass sie sehr klein ist und wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht alles auf einmal pullen. Vor allem bei einer Swarming-Mission im zweiten Jahr. Und es sieht so aus, als hätten wir die Standardlandezone. Nein. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Nun gut. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Gehen wir mal hier hinten. Position. Und sehen direkt, dass hier irgendwo ein Pod ist. Entweder hier in der Gasse, hier hinten drin oder auf dem Dach. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, Vienna geht direkt in die Luft. Wobei, er kann da nicht ins Gebäude reinschießen. Er geht hier hin. Nun gut, Leia geht hier hin und wirft mir mal bitte einen Battlescanner ins Gebäude rein. Genau, hier hin. Da dürften wir den gesamten Raum sehen, was da drin ist. Oh, Heavy Floater. Was haben wir denn genau? Ein Heavy Floater hier unten drin. Und drei weitere Heavy Floater da auf dem Dach. Ein Meldcontainer, an den wir höchstwahrscheinlich nicht rankommen. Aber gut ist. Und yep, das ist auch der Pod, den wir da sehen. Und dann ist noch einer hier drüben. Okay, Hände geht hier rüber. Misaki hier hin. Sehr schön. Und Jessica. Für dich suchen wir uns noch ein schönes Örtchen. Auf jeden Fall gehen meine beiden Max ein paar Schritte vor. Dann warten wir einfach mal kurz ab. So, du bitte auch mal steady. Und abwarten. Ja, Floater, wissen wir. Und Mutants. Jessica, geh mal bitte hier hin. Und dann wirft mir Leia, wenn es geht, noch einen Battlescanner hier hin. Aufpassen, dass sie nicht irgendwo in einer... Ist der nicht in irgendeiner Deckung verglitscht? Na komm, wirf hier hin. Empfange Signal von Gefechtsscanner. Oh, Mektoid. Mit Sektoids als Unterstützung. Alles klar. Können wir eigentlich? Ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt mal so an, oder? 100% Treffsicherheit. Aber ich nehme die Shredder-Rakete. Aus dem einfachen Grund, weil ich damit den gesamten Pott erwische. Go. Sehr schön. Nun gut.
Dann bekommst du... Was hast du nur eigentlich drauf? Ein Leviathan, alles klar. Dann wirst du noch erstmal entwaffnet. Damit meine beiden Mechs näher ran können. Warum setzt du nicht meine Runde aus? Gut, die Frage ist, kommen wir da lang, ohne dass wir den da aus Versehen aufschrecken? Wie dicht müsste ich da eigentlich ran? Weißt du was, ich ziele einfach Felder. Gutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also gut, wenn wir hier hingehen, dürften wir alles sehen. Na dann würde ich mal sagen, Feuer frei. 72% liegen an. Die daneben geschossen werden. Alles klar. Leer. Achso, du hast ja bereits einen Battlescanner geworfen. Dann geh du mal hier hin. Und du siehst ihn nicht. Wird ja noch besser. Na dann warten wir einfach mal ab, was passiert. Oh, noch mehr Floater. Jawohl, komm näher. So muss das sein. Guter Treffer. Jessica, Feuer frei. Immerhin 5 Schaden. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, da können wir uns gar keine Hemgrenade sparen. Ob es sinnvoll ist, eine Hemgrenade zu sparen, ich weiß es nicht. Also dann leer Holo zielen. Sehr schön. Oh, reaktive Sensoren. Alles klar. Gut, dass ich zuerst mit Leer geschossen habe. Ja, ist ein Leviathan. Was würde ich da erwarten? Wenn der keine reaktiven Sensoren hätte, dann würde mich das schon arg wundern. Und du siehst ihn nicht. Weiter vorrücken möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Na komm, Kehinde, verpasse ich mal eine. Sehr schön. Vienna darf auch mal schießen. Sehr gut. Und der Rest gehört meinen Max, weil die benötigen am meisten XP. Frieda, Feuer. Daneben. Alles klar. Es wird wohl nicht so schwer, seine kleinen Mech da auszuschalten. 83%. Jawohl, das reicht. Gut. Puh, ich habe mich schon zu lang gemacht. Nun gut. Misaki rückt vor, Steady Weapon. Jessica geht hier hin. Von mir aus den Feldposten. Tarik geht mal bitte mit. Und Gehinde gönnt mir mal einen Feldposten. Du bitte auch. Nun gut. Selbst ein Krystalliden haben die dabei. Anscheinend gibt es dort drüben eine ganze Menge Bewegung. So, Said, hierhin. Jessica, hierhin. Lea, du gehst hierhin, Gehinde hierhin. Vienna, bitte mal in die volle Deckung. Und nachladen. Nun gut, du Steady Weapon. Laden wir einfach mal eine Runde nach.
Nicht, dass da jetzt ein Pott in uns reinrennt und wir ohne Munition dastehen. Das wäre doch ärgerlich. Ja, der Pott hat kein Interesse an uns, das finde ich gut. Die Heavy-Floater bleiben da stehen. Alles klar. Kann ich denen hier irgendwie mit einer Rakete dienen? Ja. Yep. Wenn die da oben stehen bleiben wollen, dann ist es nicht mein Problem. Pullen wir aus sicherer Distanz. Das hat gut Schaden gemacht. Wunderbar. Nun gut. So, Lea, du gibst mir mal Holozielen auf den hier. Du darfst auch treffen. Ach ja. Das gibt's doch gar nicht. Na komm, probierst du noch mal. Nein. Vienna, mach ich mal bitte für mich platt. 96%. Nee, das wird kein Killshot. Aber immerhin eine ganze Menge Schaden. Gut. Dann hätte ich gerne... Könnten uns hier mal ein Telekinesefeld gönnen. Damit wir hier ein bisschen mehr Schutz haben. Mein Verstand ist mein Schild. Juhu. Schieß mal auf den hier. Nein. Gibt's doch gar nicht. Würde den bitte jemand für mich kaputt machen? Nicht? Ist in Ordnung. So, Kende, du schießt einmal auf den hier mit 10%. Daneben, wundert mich nicht. Und dann kannst du Feldposten gehen. Ich hoffe, die kommen noch ein Ticken näher. Nun gut. Gehinde. Nein. Das ist doch Riesenkacke. Oh oh. Au. So viel zum Telekinesefeld. Bin unter schwerem Beschuss. Deckungsfeuer ist gut. Du launchst irgendwo hin, aber wir sehen leider nicht, wo du landest. Das ist ein großer Nachteil. Und du kommst näher ran. Wunderbar. Na gut, ich würde mal sagen, dann gibt es erstmal eine ordentliche Schredderrakete für euch drei. Oder halt nur für euch beide. Soll mir auch recht sein. Sehr schön. So. Da brauche ich erstmal Holozielen für den hier. Gönn mir. Sehr schön, Lea. Jetzt muss Vienna nur noch abräumen. 76%. Das ist ein Risiko. Aber probier's einfach. Sehr schön. Dann gönnen wir dem drüben mal ein bisschen Panik. Nicht, dass er komplett ausrastet. Sehr schön. Oh, guck mal. Wen haben wir denn hier? Frieda? Oh, da hockt er im Overwatch. Meine Position ist nicht mehr sicher. Nun gut. Na komm, mach ihn platt. Ah, ich hätte ihn verprügeln sollen, dass ich die Chance dazu hatte.
Yamaguchi, du gehst bitte hier hin und gibst ihm den Rest. 92%. Wunderbar. Feindliche Einheit eliminiert. So, dann gibt es auf den hier erstmal Holo-Zielen. Damit Werner richtig gut schießen kann. 96%. Na komm. Gut. Kinne darf auch nochmal feuern. Leider nicht. Gönnen wir einen Overwatch. Ja, du bist weiterhin in Panik. Und der andere Pot rastet da hinten aus. Newtons haben wir auch und das war das Meld. Wir sind wieder dran. Geh mal bitte wieder hier hin. Ich glaube, wir verarzten dich einfach mal. So, Wunde heilen. So, Yamaguchi, gib mir mal Holo-Zielen. Nein. Wie wär's? Vielleicht ein Kill für dich? 38%? Jawohl. Sehr gut. Einfach mal ein bisschen Zielübung schießen. Ziel wurde neutralisiert. Okay, Hände hier hin und nachladen. Kann weitergehen. Du bleibst bitte weiterhin steady. Vienna, ich glaube, jetzt kannst du in die Luft. Und einfach mal nachladen. Du lädst mir auch mal nach. Lea, für dich habe ich momentan keine gute Deckung. Geh einfach mal hier hin. Fürs Essen soll das genügen. Da ist irgendwas. Was du nicht sagst. Nun gut. Wir gehen da vorsichtig ran. Erstmal laden wir alles nach. Lea, hier hin. Du passt dir Obacht. Bleibst bitte steady. Feldposten. Steady Weapon. Und Feldposten. Guck mal, deine Protestieren marschiert. Würde ich mal eiskalt sagen, dass wir da mal einen Battlescanner hinschmeißen. Vielleicht können wir die ja in der nächsten Runde schon angreifen. Oh, guck mal. Alles klar. 1, 2, 3, 4 Berserker und ein Elite-Muton. Naja, lad erstmal nach. Patrouilliert weiter weg. Ist gut. Und ihr rennt auch weg. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, versucht Vienna hier mal was abzuschießen. 100%, da sage ich doch nicht nein. Gut. Ah, auf alles 100%. Sehr gut. Frieda, du gehst bitte hier hin. Na komm, schieß mal auf den Chrysaliden. Gut, damit kann ihn jetzt Vienna locker easy abräumen. Oder Kehinde, wobei Kehinde braucht auch Kills. Weg damit. Und tschüss. So. Die
Lea, gibst du mir mal bitte Holo-Zielen auf den Heavy Floater? Wäre schön, wenn du getroffen hättest. 14%. Probier's gar nicht erst. Nein. Vienna, verkuppelnder Schuss auf den. Ich hoffe, das reicht noch aus, um nicht daneben zu schießen. Sehr schön. Damit gewinnen wir eine Runde. Said, geht mal hier hin. Na komm, schieß mal auf das da. Gut. Jessica hier hin. Bitte mal Feldposten. Du kannst hier deinen Feldposten machen. Du gehst hier hin und gönnst mir mal Steady Weapon. Alles klar. Feindliche Kräfte ziehen sich zurück. Nee, der hat nachgeladen. Na komm, Berserker, das geht auch ein bisschen schneller, da runterzukommen. Und du regenerierst Gesundheit, alles klar. Wenn wir jetzt näher rangehen, dann pullen wir dich aus Versehen. Also gut, Holo-Zielen. Jawoll. 18%. Naja, setzen wir ihn einfach unter Dauerfeuer. Das wird dann schon. Ja, du siehst ihn nicht einmal. Deckungsfeuer. Nicht, dass er komplett ausrastet. Okay, Hände hier hin. Feldposten. 10%. Alles klar, probier's einfach. Na komm, Vienna, Feuer frei. Irgendjemand muss dir mehr Schaden zufügen. Wenn nicht du, wer sonst? Du bleibst hier nach wie vor steady. Und Jessica bleibt im Overwatch. Der hätte auch treffen können. Seid jetzt gepult? Nein, sind sie nicht. Gut, Lea. Nee, du gibst mir kein Holo-Zielen. Das übernimmt dann Frieda mit 3%. Alles klar. Nun gut. Schuss hat Ziel verfehlt. Lea, Feuer frei, 45% sind angesagt. Hätte klappen können. Justiere Visier. Weißt du was, fügen wir ihm noch ein bisschen Schaden zu. Aber dabei hoffentlich nicht die Berserker treffen. Schieße Rakete. Sehr schön. Damit dürfte es ein Klacks werden für Vienna. Komm, Vienna, pust ihn weg. 1 elendiges HP hat er noch. Jessica, du gehst hier hin und gibst mir mal bitte einen miesen Trip. Alles klar, wenn es anders nicht geht, ne? Dann halt eben so. Nun gut, dann gönnst du mir mal einen Feldposten. Du bleibst bitte im Feldposten. Und du bitte auch Feldposten. Falls jetzt angetanzt kommen. Ne, die rennen wieder weg. Alles klar. Zumindest wissen wir, dass die da sind. Oh. Leute. Nun gut. Fehlfunktion bei Zielvorgang. Alles klar, und du bist flankiert. So, dann öffnen wir hier definitiv mit einer Chemgranate.
Gut. Vienna hat nur noch einen Schuss. Das ist nicht so gut. Moment, kann's. Wobei, ich brauche dich eventuell zum Abräumen. Misaki, geh mal hin in die volle Deckung. Kannst du noch gut schießen? Einigermaßen. Das soll mir reichen, eine 2,4 Abweichung. Ist schon gut so. Und ich treffe nur die beiden Vordern. Keine Panik. Eieieiei. Nun gut. Setzen wir hier mal einen Flammenwerfer ein. Oh, damit erwische ich auch den Hintern. Alles klar. Nun gut, Vienna, du wartest bitte nach wie vor ab. Frieda, du gehst hier hin. Genau, setz deinen Flammenwerfer so ein. Damit nehmen die nochmal ein bisschen Schaden. Gut, ich hoffe, Lea kann den einen wegpusten. Hat aber auch nur noch einen Schuss. 62%. Go. Sehr schön. Einer weniger. Nachladen. Kinde 66%. Immerhin. Ruhig bleiben. Ja, den da hinten müssten wir eventuell entwaffnen. 89% für Tarik. Sehr schön. Weißt du was, vor einem einzigen Berserker habe ich keine Angst. Versuch den Elite-Muton zu entwaffnen. Das kann jetzt schmerzhaft werden. Oh nein. Oh nein. Und du rennst nicht einmal durchs Gift durch. Bist ja ganz der Schlauer, ne? Nein! Bullrush. Alles klar. Gut, wir leben aber noch. Nun gut, dann hätte ich gerne Holo-Zielen auf dich. Bitte auch treffen. Sehr gut. Gehinde, 100%. So, der ist erledigt. Den verprügeln wir eiskalt. Damit er sieht, wie es ist, wenn man jemanden verprügelt. Wunderbar. Ist mal eine schöne Animation und du darfst immer noch. Sehr gut. Panik funktioniert bei dir nicht. Gehinde hat keine Deckung mehr. Lea sieht ihn nicht. Vienna hat keine Munition mehr. Nun gut. Plan B. Flammenwerfer. Ich weiß, du bist dabei vergiftet. Aber mit dir kommen wir klar. Und er hat keine Panik oder was? Wird es vielleicht jetzt besser, wo er brennt? Nein. Dann vergiften wir dich nochmal.
Sehr gut. Vienna macht Steady Weapon. Von hier aus haben wir ihn gesehen, oder? Verstanden, Commander. Na komm, Lea. Feuer frei. Nee, hätte aber auch klappen können. Negativschaden. Hm. Ich bin schon auf dem Weg. Ich glaube, ich verliere gleich einen Mag. Wobei, ich habe ja noch Optionen. Gut. 62%. Naja. Ich hoffe, der rastet jetzt nicht komplett aus. Er rennt weg, das ist gut. Ach, viel weiter kommt er gar nicht. Nun gut, Yamaguchi, hol ihn dir. 24%. Geh mal näher ran. Und Feuer frei. Puh, war's das? Das war's. Gute Arbeit, Commander. Danke, Bradford. Ab nach Hause. So, Tarek bekommt seine Beförderung. Wunderbar. Double Tap. Vielen Dank. Ich sag, hier ist nur 6 Tage verwundet. Das geht. Der Rest ist fit. Und Gehinde wird auch befördert. Sehr schön. Dann gehen wir mal auf Wächter. Du bist ja eine Overwatch-Infanterie. Sehr schön. Weiter. Wir bekommen ein paar Leichen. Wunderbar. Bisschen Illyrium, bisschen Meld. Ein paar Waffenfragmente. Ist in Ordnung. Und 115 Credits. Und eine Aegis-Rüstung ist beschädigt. Wir behalten sie im Auge. Reparaturhalle. Alles mal reparieren. Wie lange dauert das hier alles noch? 3 Tage. 2 Tage. 6 Tage für die Partikelkanone. Alles klar. Ich würde mal sagen, damit haben wir wieder Nordamerika stabilisiert. Aber wir haben gerade mal den 3. September, von daher. Da kann auch reichlich passieren in diesem Monat. Scannen wir noch eine Runde. 2 Sektopodenwracks für jeweils 42 Credits. Also 42 für den ersten und 42 für den nächsten. Das ist ein sehr guter Preis, nehme ich an. Wunderbar. Weiter. Moment, was hast du getan? Schalt sie aus! Fassen Sie nichts an! Das könnte es sein, worauf wir gewartet haben. Es scheißt sich auseinander! Stellen Sie das ab! Es kann die ganze Basis zerstören! Nein! Geben Sie ihm Zeit! Vertrauen Sie mir! Einmal! Was macht sie jetzt? Es arbeitet. Sir, wir bekommen neue Daten von der Hyperwellenverbindung. Der Einsatz scheint sich gelohnt zu haben. Aber wir haben das Leben aller aufs Spiel gesetzt, um die Neugier der Doktorin zu befriedigen. Dafür hat sich das Risiko gelohnt. Wären wir nicht so hartnäckig gewesen, hätten wir diese Information nie bekommen. Sehr gut, da haben wir jetzt den ersten Overseer. Das Problem ist, in 6 Tagen ist erst unser Ding wieder einsatzbereit. Und mit meinen Abfangjägern möchte ich da ehrlich gesagt nicht dagegen. Ja, wir müssen ihn leider ziehen lassen. Leider. Australien hat keinen Satelliten? What? Ach ja, stimmt ja. Wurden ja ein paar kaputt gemacht. Wann ist der nächste Satellit einsatzbereit?
In 10 Tagen. Alles klar. Ist alles im grünen Bereich. Plasmakanone fertig. Kann ich die schon irgendwo montieren? Bei 3 Tagen bräuchte ich sie hier im Firestorm. Yep. Dann haben wir auf jedem Kontinent einen Firestorm. Und damit sollten wir halbwegs verteidigungsbereit sein. So, der Granatwerfer ist wieder repariert. Oh, ein kleiner Scout. Mit dem Ziel der Erkundung. Geh mal defensiv drauf. Den solltest du schaffen mit deinem Plasmakanon. Auch wenn du nur ein Flight Officer bist. Wir sind dran. Sehr gut. Und wir haben eine Crash-Site für die nächste Folge. Sehr gut. Sinman, Sektoid, Sektoid Commander und Außenweltler 14 Aliens. Ja, die Hyperwellenverbindung ist schon was Tolles. Alles klar, jetzt können wir auch unser Team passend zusammenstellen. Naja, meine Freunde, aber ich würde dann mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.